Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Wir sind schon in der schnellen Suche drin und suchen ein Match. Hab gerade beim Geräusch schon kurz gedacht, er hätte direkt eins gefunden. Kurze Info. Ich hatte gestern richtig harte technische Schwierigkeiten, weshalb jetzt am Wochenende doch nur ein Video pro Tag kommt, aber auch nur dieses Wochenende. Nächstes Wochenende will ich das so machen, wie ich es eigentlich vorhatte. Denn ich habe probiert, Skyrim aufzunehmen. Na, läuft nicht. Weil Skyrim einfach zu hart viel Ressourcen braucht. Das ist nicht meine Grafikkarte, nicht meine CPU, nicht mein Arbeitsspeicher, nicht überlastet, sondern einfach meine Festplatte. Angriff Hollywood. Und ein Heiler. Und dann kommen jetzt wieder meine geilen Zenyatta Gameplays. Auf jeden Fall kann ich kein Skyrim bringen. Weil ich kann zwar problemlos spielen, aber sobald ich aufnehme, überläuft meine Festplatte. Der Cache läuft voll. Sie probiert halt eben alle Daten auszulagern. Lagert sie dann auf sich selbst aus. Und versorgt sie im Endeffekt nur eine Feedback-Schleife, die dafür sorgt, dass auf der Festplatte quasi nichts mehr lädt. Von daher wird das nichts. Ah, da komme ich noch nicht ran. Wait, Diva, wait. Don't step in. Das hat sauber funktioniert, würde ich sagen. Schön, dass die 12 einfach dasselbe macht wie ich. Das ist gut, dann bin ich hier nicht so alleine. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Kommt, on point. Ja, schade. Na, ich wäre jetzt lustig gewesen, wenn das funktioniert hätte. Hacknet konnte ich auch nicht wirklich aufnehmen, beziehungsweise habe ich es aufgenommen. Hat mein Aufnahmeprogramm gemeint, es stürzt ab. Dann war ich ziemlich pissed. Hab zwar halt eben ein neues Safe Game bis zum Stand, wo wir in der Aufnahme waren, gespielt. Konnte es dann aber, hatte allerdings keinen Bock mehr auf Aufnehmen, weil ich gerade dann von meiner ganzen Technik zu angepisst war. Das Schlimme ist, wenn das zwei Stück sind, stackt das wirklich ordentlich Damage. Oh nice. Ich habe in Zenyatta einfach 4 Goldmedaillen. So macht man das. Und deswegen kommt jetzt Overwatch, um euch zu informieren. Und morgen mal was ganz Lustiges, ganz anderes. Aber da müsst ihr euch überraschen lassen. Ah. Das hat wenn so gut funktioniert. Wir müssen uns mal irgendwie ein bisschen vernünftig regroupen. Wüsste ich jetzt noch, wo bei mir die Kommunikationstasten liegen. Na, das gefällt mir gar nicht. Nein, warum denn? Ach, danke. Name's McCree.
the shadow of doubt. Check me out. Securing the point. So, komm schon. Und jetzt haben wir den Punkt. Läuft doch. Sauber. Ja, okay, gut, da war ich dann doch down, das hat mich dann noch ein bisschen rausgekickt. Hier übrigens nicht unbedingt. Wahrscheinlich die bestgeschnittene Folge, weil ich ziemlich im Zeitstress bin. Aber ab Montag sollte es eigentlich wieder alles laufen. Beziehungsweise eher ab Dienstag. Montag bin ich auf einer Halloween-Party, da könnte ich auch noch sehen, drin hier und da ordentlich Stress haben. Mist, da. Das war mehr Damage, als ich erwartet habe. Das war nicht unbedingt gut gespielt von mir. Aber ich habe gleich wiederholt, das ist schön. Und wir pushen eigentlich relativ gut. Und die Event kommt mir einfach. Das Schlimme ist, eine von den Mails ist relativ gut, die andere relativ schlecht. Also guckt mir auf jeden Fall vor. Man weiß halt eben nie, welche man vor sich hat. Die sind auch gut. Ich ulte für sie und die gehen einfach nicht full in. Das ist auf jeden Fall das Beste gewesen, was ich je gemacht habe. Dreh dich um. Dreh dich einfach mit dem Rücken zu den Gegnern, damit du nicht mal siehst, wie und warum du stirbst. Eventuell aus psychologischer Sicht und so weiter ja nicht, weil es die dümmste Idee, aber so für in Overwatch. Da, die Maze nerven mich langsam. Können wir jetzt bitte einmal pushen? 미스트. Das ist jetzt schlecht. Jetzt kann ich, wenn eine Mei ult kommt, die nicht countern. Und der Tank geht gerade down. Ich befürchte, das ist der Luz. Oder? Ja, das ist der Luz. Ja. Schade, schade. Schokolade. Das wäre ja trotzdem, finde ich, eine relativ nice Runde. Frag mich, wer Highlight hat. Ich tippe auf eine. Ah, es war alt wahrscheinlich, als alle am Anfang reingerannt sind, oder? Oder hat er irgendwann noch was Gutes gebracht? Ah, das am Ende. Stimmt, da hat er auch drauf geschossen.
Dann hätte ich doch Widowmaker dann Bastion machen sollen, beziehungsweise probieren sollen, nicht andersrum. Nice. Erstmal 3 Goldmedaillen von 5 Medaillen. Als ob. Als ob. Als ob. Also ich hoffe dann auf jeden Fall, das hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt viel Spaß und ciao.